Aloha und willkommen zurück zu Vampire Bloodlines. Ja, letzte Aufnahme liegt ein bisschen zurück, deswegen muss ich ganz kurz erstmal gucken, wo war mein Buch? Da war mein Buch. Was ich überhaupt machen soll. Wir sollen einen Schundverkäufer in Hollywood sprechen, wegen dem Snuff-Video. Hier haben wir immer noch das mit dem Götzen und mit den Nosferatu reden. Dafür müssen wir aber erst das Snuff-Video-Dingensen fertig machen. Ja. Da. Wir haben null Erfahrung. Ja. Wie ich das in den Kommentaren gelesen habe, wir werden jetzt 20 Erfahrung zusammensparen und dann uns einfach den Massenselbstmord holen. Hatte ich ja eigentlich auch so geplant, aber ich habe mich dann natürlich wieder umentschieden. Ja. Schundverkäufer. Ich weiß jetzt nicht, wo hier in diesem Kaff ein Schundverkäufer ist, aber ich denke mal, der Supermarkt wäre ein guter Anlaufpunkt. Weil der Junge sah mir schon ein bisschen fertig aus da drin. Der wird bestimmt wissen, was Sache ist. Wie viel Geld hatten wir eigentlich? Das wäre jetzt auch mal interessant zu gucken. Ich habe noch 482 Dollar. Ah ja, mal gucken. Mir wurde auch nahegelegt, die 44er zu kaufen, die der Kollege hier drin angeboten hat. Werde ich dann auch mal gucken. Jürgen, doch. Rede mit mir. Hola, ja, ich suche nach einem Video. Nein, nein, erstmal hier das Besondere. Ja, die 44er kostet 360. Wäre dann quasi ein Dingens. Ersatz für unseren kleinen Revolver, den wir hier haben. Der hatte auch noch, was ist das hier? Ah, das ist ein Munitionsdinger. Das war der Vorschlaghammer, den auch keinen Sau braucht. Die Lederkleidung kostet auch 360. Ja, dann kaufen wir uns erst, wie mir nahegelegt wurde, die 44er. Cold Anaconda kaufen. Ui. Du teilst dir nicht die Munition mit dem anderen. Naja, wäre auch so schön gewesen. Ist das die für die 44er? Ja. So, jetzt haben wir 30 Schuss für das Ding. Nein, das ist eine Nahkampfwaffe. Da unten. Ja, schick sieht das Ding doch aus. Hi. Nein. Na komm. Da bin ich gut. So. Hi. Ich suche ein Video. You mean like hardcore girl on kangaroo action and stuff? Yeah, my man Flynn at Sinbin hooks me and my crew up for all the stuff they don't even allow on the internet, man. Frau auf Känguru. Okay, nein. Streng genommen ist es wohl eher ein Horror-Snuff-Video. Oh, that? Man, that's supposed to be some hardcore shit. I heard this one guy like died right after watching it. Ah, tja, und weißt du denn, wo ich eine Kopie herkriegen kann? Like I said, Flynn's a man. You should talk to him. Jo, danke. Ich werde ihn fragen, bis dann. Sehr nett, sehr nett, sehr nett. Ja, dann gehen wir da mal wieder in diesen komischen Schuppen, wo wir unser Schwert gefunden haben. Nicht, dass wir das irgend so einer ehemaligen Stripperin aus ihren toten Händen entreißen mussten. Nein, nein, das lag da so rum, das haben wir da so gefunden. Wo war denn jetzt der Scheiß Sinn? War das nicht hier drüben gegenüber vom Vesuvius? Ja, da ist es doch. Jürgen, doch. Sodele. Mach schneller. Hi. Hey, you slick. Hi. Wer bist du denn? The name's Flynn. I'm the proprietor of this here establishment. Anything you want, you can get at the sin bin. Depraved ain't a four-letter word here. You know what I'm talking about? Tja. Ich würde sagen, ich habe ein paar Fragen an dich, Flynn. Und zwar, hast du jemals von Death Mask Productions gehört? Those guys. Yeah,
Yeah, I heard of him. Why do you want to know? Tja, vielleicht können wir mit ein paar ihrer Produkte ein Geschäft machen. War interessant, interessiert. Ich habe ein Band von denen und versuche herauszufinden, ob es echt ist. A tape? You mean the tape? You got a copy of it? Have you seen it? So ist es. Und? Look, man, get the hell out of here, all right? I don't want any part of that scene. I hear people seeing that tape ain't been coming home for dinner. I don't deal in that kind of stuff anyway, so just take it somewhere else. So, ich frage nicht zweimal, Flynn. Sag mir, wo ich die DMP finde. Forget it, man. I don't even know what the hell you're talking about. Huh? What? Who are they? Seriously, get the hell out of here. Sag mir, was du weißt. Okay. Look, all I know is that a guy calls on the payphone down the street every once in a while. He'll say something like, the moon is a terrible mistress or some creepy shit like that. Ach ja, und dann? And then all you have to say is, who walks the night with demons of dread? Supposedly you'll be told where to meet the guy to pick up product. I don't know for sure. I never tried it. It scared the shit out of me. Danke für die Info. Geh heute Nacht nicht allein nach Hause. Hey, wait. Look, you might as well know this. Word on the street is that they didn't even make the video. They're just distributing it. No one even knows where it comes from. I'm telling you, man. Whatever you're in, get out of it now. Geh nach Hause und wechsel deine Unterwäsche. Bis dann. Was ein Schisser. So, Auftragsbuch aktualisiert. Flynn, der Besitzer des Sinbin, hat Ihnen eine geheime Nachricht gegeben, die Sie den anonymen Anrufer an einem öffentlichen Telefon die Straße hinunter sagen sollen. Dann werden Sie erfahren, wo Sie das Video abholen können. Oh, hey, haben wir Erfahrung bekommen für den ganzen Spaß schon wieder? Ja, 2. Ja, brauchen wir nur noch 18. Finde ich gut. So, da auch beim letzten Mal die Tonqualität ein bisschen mies war, mache ich an dieser Stelle nicht nur den Fraps-Beruhigungscut schon, sondern ich kontrolliere auch mal eben, ob die Aufnahme tontechnisch was geworden ist. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Sieht alles gut aus. Da war Ausgang, genau. Dann würde ich sagen, Telefonzelle die Straße runter. Da fangen dann bei mir immer die Probleme an. Eine Straße geht in zwei Richtungen. Wo muss ich hin? Da unten sieht doch telefonzellig aus. Nein, das ist eine Bushaltestelle. Naja, knapp vorbei ist auch daneben. Ach, neben dem Café sind Telefondinger. Da gehen wir hin. War das nicht so? Wo bin ich überhaupt? Ah! Die Straße runter, dann wird es ja nur in diese Richtung gehen, oder? Telefonzelle, hallo, hallo? Ey, ich sprühe da nicht die Wand voll. Ah, Telefonzelle, Telefonzelle. Hier waren Telefondinger. Guten Tag. Hi, hi. Hi, hi. Nein? Noch irgendwo? Ja, sag mal, spinn ich oder was? Gab's doch da hinten Telefonzellen? Öffentlichen Telefon die Straße hinunter, ja. Ist das jetzt hier die Straße hinauf oder die Straße hinunter gewesen? Ich weiß das nie. Das ist wieder schön. Solche Angaben mag ich. Mir einfach sagen, da und da sind die Telefonzellen. Da sind Telefondinger. Geh mal weg da. Klingelt hier was? Wo klingelt denn hier was? Das ist doch da. Nicht? Warum bist du denn jetzt da dran gegangen? Muss ich denn nach? Nein, mit Sicherheit nicht. Egal. Hier muss doch irgendwo eine dumme Telefonzelle sein.
Was machst du denn da allein in der dunklen Ecke? Ha? Ha? Joa. Dann kann das ja nur hier vorne an dem Dingenskirchen sein. Klingelt hier was? Da ist irgendwie kein Kabel dran. Kein... Oh, au, oh, au. So. Wo geht denn die Alte jetzt hin? Ist nicht die Alte vom Telefon? Bist du die Alte vom Telefon? Sieht so aus. Das kann nicht angehen, dass ich hier irgendwem nach... Ich muss ja irgendwem was sagen. Ich muss ja reden, muss ja aktiv werden. Jetzt gehen wir nochmal nach da hinten. Ich laufe jetzt so lange hin und her, bis ich es finde. So. Zack. Ach, komm ich zwischen die Bäume her? Ich glaub's nicht. So, gut. Bitte, bitte. Ja, das ist mir doch schon wieder zu hoch, echt. Ja, die Straße hinunter. Da in die eine Richtung keine Dinger sind, kann es ja nur hier sein. Hier klingelt doch irgendwo was. Ah. Ah, so läuft das. Das Ding ohne Kabel, was automatisch wieder da dran geht. Mhm. Hallo? Und die Dämonen der Finsternis durch die Nacht wandelt. Die mit Dämonen der Finsternis durch die Nacht wandelt, natürlich. Ja, ich werde dort sein, natürlich. Auftragsbuch aktualisiert. Der anonyme Anrufer meinte, sie sollen ins Lucky Star Motel kommen. Zimmer 2. Ja, da schaffe ich das einfach. Lucky Star ist da hinten. Das finde ich, mit solchen Angaben kann ich doch leben. Und hepp. Hi. Zimmer 2. Zimmer 2 ist... Ich sag auf der Seite das mal. 2. Haha. Ah, Gegenstand erhalten. Schlüssel zum Internetcafé. Tja. Hi. Hallo. Ich würde sagen... Oh, ich hänge fest, würde ich sagen. Das ist jetzt geil. Nee, nicht ernsthaft. Ey, verarsch mich nicht. Nein. Oh Mann, ich will doch. Auftragsbuch. Im Lucky Star Motel hat niemand auf sie gewartet, aber sie haben einen Schlüssel für das Internetcafé gefunden. Ja, ich glaube, der gewartet hat, der ist überall hier auf dem Boden verteilt. So, teilweise. Oder ist das das Zimmer von dem Durbin? Nee, Durbin, ja, der da zerfetzt. Ich häng fest. Ich hänge. Egal, wir haben ja noch Trick 17 von damals. Nein, mach doch das Dingens da weg. So geht das doch. Gut. Spiel abgeschmiert, wir sehen uns nachher wieder.